Ich hatte einen Keuchhusten, von dem ich mich dann nicht mehr erholt habe. Und darauf kam eben der Verdacht, dass noch irgendwas anderes dahinter stecken muss. Dann begann eben eine kleine Odyssee mit Untersuchungen und Klinikaufenthalt. Die ersten Symptome traten auf, da war ich 6 Monate alt, mit Appetitlosigkeit, Apathie, Müdigkeit, Blässe bis hin zum einem gelben Hautton. Und da die Thalassämie in Deutschland überhaupt nicht bekannt war, hat es dann sehr, sehr, sehr lange gedauert, bis ich die passende Diagnose bekommen habe. Fast 4 Jahre später. Ich glaube, dass man heute die Diagnose wesentlich schneller stellt als noch vor 20, 25 Jahren. Wenn man ein Kind oder einen Patienten hat mit einer Blutarmut, dann untersucht man als erstes das normale Blutbild. Man sieht dort, dass eine Blutarmut vorliegt. Das ist klar, das definiert die Erkrankung. Und man sieht, dass die Zellen sehr klein und sehr blass sind, ähnlich eigentlich, wie man es bei einem Eisenmangel auch hat. Und das zusammen mit der Herkunft ist eigentlich schon ganz, ja, fast mehr als ein einfacher Hinweis. Man fängt dann sehr frühzeitig an, allgemeine Untersuchungen zu machen, die dokumentieren, dass im Körper alles in Ordnung ist. Dazu gehören zum Beispiel Ultraschalluntersuchungen, wo man sieht, ob die Organe wie Leber und Milz im Verlauf der Zeit wachsen, ob die zu schnell wachsen, ob es andere Probleme dort gibt. Das sind so orientierende Untersuchungen. Dazu gehören auch Untersuchungen der Herzfunktionen, die man sehr frühzeitig beginnt. Dann kann man diese Diagnostik noch ergänzen durch genetische Untersuchungen. Das ist vor allen Dingen von Bedeutung, wenn eine genetische Beratung der Familie angedacht ist, wo man den Eltern genauer erklären kann, wie das Risiko aussieht, auch ein weiteres betroffenes Kind zu haben. Es ist für viele von Bedeutung, die zum Beispiel eine vorgeburtliche Untersuchung haben wollen im Fall einer Schwangerschaft. Wenn beide Eltern Träger sind für die Thalassämie, also beide Eltern haben eine Thalassämie minor, dann besteht zu 25% die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind von beiden Eltern die Mutation erbt und eine behandlungsbedürftige Thalassämie hat, also eine Thalassämie major oder auch intermedia. Meine Eltern sind Träger der Thalassämie minor. Es müssen ja beide Eltern Träger sein, damit man eben zu einer Thalassämie major kommt. Aber das war ja nicht bewusst. Ich bin die erste mit Thalassämie, die in die Familie sozusagen reingeboren wurde. Meine Schwestern sind beide gesund, sind Träger, aber nicht betroffen, also haben nicht das volle Krankheitsbild. Es war ziemlich schwer für meine Eltern, die waren noch nicht so lange in Deutschland, der deutschen Sprache nicht mächtig, in einem Land, wo die Hauptbevölkerung nicht davon betroffen ist. Auch so der Gedanke, ziehen sie wieder nach Griechenland, weil da eben ein bisschen mehr Erfahrung um die Erkrankung bestand. Ich musste früh also lernen, dass ich selber alles managen muss, weil meine Eltern einfach ja vielleicht ein bisschen überfordert waren und auch durch die Sprachbarriere nicht so alles verstanden haben, viel arbeiten mussten. Ja, aber haben sich halt im Rahmen ihrer Möglichkeiten informiert und auch versucht, mich möglichst dann auch bei den Therapien zu unterstützen. Das war auch zu einer Zeit, wo es auch nicht selbstverständlich war, psychologische Betreuung zu bekommen, Unterstützung durch Sozialpädagogen oder nicht mal irgendwie einfach eine Broschüre in die Hand gedrückt, mein Kind ist chronisch krank. Worauf muss ich jetzt achten oder wie gehe ich damit um und vielleicht irgendwelche Adressen, die man kontaktieren kann. Das war irgendwie learning by doing und es war sehr schwer für uns alle, weil ich denke, man muss es einfach so sagen, eine chronische Erkrankung betrifft nicht ein Familienmitglied, sondern immer die komplette Familie.